So Leute, grüßt euch und willkommen zu Starship Simulator Tech Demo. Bevor ich loslege, diese Tech Demo kann man nur per Steam bekommen und nur zugelassene vom Entwickler aus können diese Demo bekommen. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich zu dieser Demo zugelassen wurde, schon vor etwas von der Zeit. Also gerade als die Demo, glaube ich, rausgekommen war, habe ich das entdeckt gehabt, das Spiel bei Steam. Und ja, ich hatte mich halt einfach mal für diese Tech-Demo beworben, ne? Es gibt auch nur die Tech-Demo. Und ich wurde glücklicherweise zugelassen und darf dieses Spiel jetzt schon spielen, obwohl es noch gar nicht veröffentlicht wurde. Eine veröffentlichte Demo gibt es auch an sich, glaube ich, noch gar nicht. Es gibt, wie gesagt, nur diese Tech-Demo, die man sich bei Steam herunterladen kann, wenn man dazu zugelassen wird. Und ich wurde dazu zugelassen. Und ja, ich habe mir das Spiel jetzt mal ausführlich angeguckt gehabt und habe jetzt entschlossen und gedacht, jetzt werde ich das Spiel mal einmal let's playen, diese Tech-Demo. Und ja, dass wir jetzt mal gemeinsam das Spiel mal richtig angucken, was man so alles machen kann. Und ich sage euch, was man da machen kann, ist der Hammer. Das ist richtig cool. Ja, ich würde sagen, ich mache mal Start New Game. Ja, jetzt kommt die Anfrage, also ob ich sicher bin, weil wenn ich jetzt ein neues Spiel starte, dann mein alter Speicher gelöscht wird. Ja, kann ruhig, überschrieben werden. Okay, so. Nicht wundern, wenn das gleich losgeht, wird es am Anfang für einen Moment ein bisschen stockig sein. Aber nur für einen Moment, wird es gleich ein bisschen lag. Liegt aber nicht an meinem Rechner oder so, sondern wirklich an dem Spiel. Ich kann ja tatsächlich nichts dafür. So, das Spiel lädt. Die Zeit stoppen wir hier nicht an der Stelle bei dem Spiel. Machen wir nicht. Ich lege mal das Handy zur Seite. Wir gucken mal ein bisschen näher. So. So, doch, das Handy kann nicht von mir liegen bleiben. Ist aber weg. So. Ja, und dann so. Schauen wir uns das Spiel jetzt mal gemeinsam an. So, jetzt warte ich mal ganz kurz, weil es jetzt ein bisschen lang wird. So, mal gucken. So, okay, perfekt. Läuft jetzt. Ne? Okay, ich hätte jetzt nicht mehr sofort gelacht. Alles klar, okay. Also, wir sind jetzt hier in einem Besprechungsraum, ne, hier startet man halt im Besprechungsraum. Ich habe jetzt, wie gesagt, den Singleplay-Modus angemacht. Es gibt auch schon den Multiplayer-Modus, zwei Server laufen da auch schon. Und ja, man befindet sich halt hier auf ein Starship, also ein Raumschiff, mit dem man halt quer durch unsere Galaxie fliegt, Leute, ne? Unsere Galaxie, ne? Unserem Sonnensystem, den Alpha Centauri und was man so hat, alles kennt, in unserem Universum, ne? Sehr viel davon ist schon hier in dem Spiel mit drin. Es ist kein Fantasieuniversum, was man sich ausgedacht hat in dem Spiel, sondern es ist tatsächlich unser Universum, unsere Galaxien etc. Leute. Und wie man die hier alle anfliegt, dazu kommen wir gleich in aller Ruhe. Auf jeden Fall startet man hier, also ich habe den Singleplayer-Modus angewählt. Und wie gesagt, es gibt noch den Multiplayer-Modus und ja, man spielt da halt, wie gesagt, auf dieses Raumschiff und wenn es dann richtig losgeht, dann wird man halt, man kann selber auch Spiele hosten, man kann dann halt gemeinsam dann halt ja, zum Beispiel Roleplay kann man da auswählen oder Standard und dann kann man halt ja verschiedene Rollen einnehmen und hat dann verschiedene Aufkommen auf dem Raumschiff und ja, ne? Spielt dann halt eine Crew, die halt dann durchs Weltall reist und das Weltall erkundet. Vielleicht wird auch noch später dazu kommen, dass man auch wirklich sich auf den Planeten beamen kann oder so. Noch gibt's das nicht. Aber man kann die Planeten dann alle sehen und wow, super schön designt und alles. So, also wie gesagt, ich bin jetzt hier in einem Besprechungsraum. Und ja, wie man hier schon sehen kann, zum Beispiel, hier man kann ja, mit verschiedenen Sachen interagieren. Mit allem möglichen, was es hier schon so gibt. Und wenn man halt interagieren können soll. Zum Beispiel hier Konferenzchair, die kann. Ne, jetzt habe ich F gedrückt und jetzt sitze ich am Tisch, ne? Und ja, ne, und so ist es dann halt auch, wenn man dann halt zusammen ist, man lässt sich dann gemütlich, wenn man zusammen spielt, am Tisch und dann kann man sich gemütlich absprechen, so, was machen wir jetzt als nächstes, was ist der nächste Auftrag, die Mission und so weiter und so fort. So, dann, wie gesagt, man dreht sich in der Stuhl, dreht sich mehr, sollte natürlich dann nach außen drehen, wenn man aufstehen will, das, ja gut, okay, das ist noch ein bisschen Fehler auf dem Spiel, wie ich gerade sehe, na, komm schon, nochmal reinsetzen in den Stuhl und nochmal raus, so, jetzt bin ich raus. Ja, ein bisschen funktioniert das an manchen Stellen noch nicht so richtig, das Spiel. Ja, und hier draußen sehen wir halt, ne, das Universum, da die Sonne, wir sind ja gerade um unser Sonnensystem und, ach ja, was euch schon aufgefallen ist, das hier. Es erinnert mich nämlich ein bisschen an Star Trek, was ich hier nämlich auch gerade spiele, Star Trek Online, ne. Ja, und dann haben wir zum Beispiel hier ein Tablet, dass wir jetzt zum Beispiel mit dem linken Maus das aufnehmen können, ne. Wir können auch hier verschiedene Gegenstände aufnehmen, zack, ja, die fallen lassen. Ja, jetzt ist wahrscheinlich unter den Tisch gefallen, ne. Ja, noch ein bisschen Fehler, die Taste können wir auch aufnehmen. Dann sind wir immer vorsichtig. Okay. So, dann haben wir hier zwei Kontrollfelder an der Tür. Die wird tatsächlich mit der Maustaste, wie seht ihr? Und wenn zack, so, zack, seht ihr, wir können hier alles tatsächlich kontrollieren. Haben wir jetzt hier zum Beispiel Konferenzroom, können wir zum Beispiel jetzt schließen, öffnen. Dann haben wir hier einmal Security, dann haben wir hier Modus. Zum Beispiel Door Mode automatisch oder Door Mode manual. Ihr seht, es auch auf automatisch eingestellt, das heißt, dass die Tür sich auf Sensor oder wie auch immer automatisch öffnet und schließt. Würde man das jetzt auf manual stellen, würde ich sagen, und schließen, dann seht ihr, geht nicht mehr.
automatisch auch. Das heißt, ich muss dann erstmal hier auf. Na komm, ganz ruhiges Spiel. Oh, komm, so. Auf Öffnen drücken und ja, ne? Wir können auch noch eines Mal rechte Maustaste gedrückt haben und schon, wie ihr seht, ne? Haben wir dann das Kontrollpult richtig schön nah vor uns und können das Ganze natürlich, ne? Besser dann, also anziehen und steuern, ne? Jetzt gehen wir mal zum Beispiel auf Privacy Mode. Also, dass wir quasi privat sind. Das heißt, wenn wir jetzt das auf Enable stellen, ne? Also, Enable, so. Und dann die Tor, also, warte, wir gehen nochmal auf Modus. Und dann sage ich wieder automatisch. Genau. Aber Privatsphäre habe ich ja jetzt auf Enable gestellt. Wenn ich jetzt schließe, zack. Ich komme wahrscheinlich, aha, ah. Seht ihr das jetzt? Das ist das die Tür. Was sagt nochmal zurück? Komm, geh zu. So. Jetzt ist die Tür, ne, abgeschirmt. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr da durchgucken. Das heißt, man hat jetzt hier wirklich die absolute Privatsphäre. Dann haben wir hier noch ein Kontrollfeld. Was haben wir denn hier eigentlich? Room Lighting. Ah, da können wir das Licht des Raumes einstellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt runterdrehe, merkt ihr, wird es dunkler. Und dann kann ich wieder höher stellen. Dann wird es wieder hoch. Geht aber bis 100%. Da haben wir hier noch die Temperatur. Man kann also auch die Temperatur. Ne, Moment, wenn wir sehen, ändert sich die Temperatur des Lichtes. Ja, wir machen mal wieder, da kommt schon ganz normal auf 500, ne, 5000 hat ja gereicht, ne, so. Ja, können wir halt auch das Licht ausmachen, ne, und anmachen. Ja, seht ihr, aber kann hier alles möglich im Spiel bedienen. Hier haben wir dann auch ganz normal, ne, außen diese Bedienfelder, ne, zum Öffnen und zum Schließen. Weil da kann auch, ach, man kann sogar auch klingeln, wie ich gerade sehe. Warte, wir gehen hier ran, ne. Man kann also auch klingeln sogar, cool. Und wie gesagt, man hat auch die Möglichkeit, hier einen Code einzugeben, ne. Um halt per Code den Raum zu öffnen, ne? Dass man dann halt einen Code braucht. Ja, und hier zum Beispiel haben wir nur den Button, also den Reiter Mode, wo man dann halt auch einstellen kann, ob das der Tür automatisch wieder manuell zu öffnen sein muss. Ja. So, und dann haben wir hier halt den Flur. Ne? Wir haben hier, seht ihr, jetzt kann man nicht wieder reingucken. Okay, man kann schon ein bisschen sehen, aber nicht wirklich ganz. Naja, so toll ist es ja nicht auch nicht, man sieht doch da alles. Okay, also ne, dann können wir zum Beispiel hier haben wir auch nochmal das Kontrollfeld. Ne? Von außen. Und das haben wir hier, wie wir sehen, an jeder Tür. Hier. Hier. Hier zum Beispiel sind wir wirklich nicht mehr drin. Das würde ich wirklich Privatsphären-Modus nennen, ne? Machen wir mal auf. Ja, und ach ja, übrigens, es steht auch natürlich drauf, was das ist, ne? Gehen wir näher dran. Hier steht zum Beispiel Captain's Office. Das heißt, es ist mein Büro. Ne, also mein Büro. Jetzt hält mir noch was ein. Wir drücken jetzt mal auf F3 und können natürlich jetzt auch das Raumschiff benennen. Ah! Wir sehen sogar schon, dass da auch alles richtig steht. Die USS Prex SL. Das bin natürlich ich, genau. Dann haben wir noch die Möglichkeit, das Schiff einzustellen von den Farben hier, ne? Zum Beispiel die Wandfarbe momentan geht auch nur das, dass dann halt die Wand eine andere Farbe hat, will ich aber nicht. Man kann auch den Flur einstellen, das Licht so weiter und so fort, schätze ich mal. Die Farbe des Flurs. Man kann auch die Panels einstellen, wie die Farben der Panels sein sollen, will ich aber auch nicht. Und das Licht kann man natürlich einstellen, ne? Ja, wie die Farbe des Lichtes wohl sein soll. Keiner. Nee! Hörst du auch zu zicken? Achso, man kann das nicht so. Na ja, gut. Okay, natürlich nicht speichern, ne? Cancel. Also, das Raumschiff hat sich auch schon den richtigen Namen. Wir sind auf der USS Prex SL. Ja, da haben wir hier zum Beispiel auch noch. Jetzt zeige ich euch mal hier noch was: ein Panel. Window Control. Das können wir sagen, ich mache mal an und auch das hier an. Jetzt sehen wir noch ganz normal, ne? Das ist das Fenster verdunkelt. Jetzt gehen wir wieder näher dran. Jetzt mache ich mal runter. Und jetzt, wie wir sehen, Moment, zack, ist das Fenster wieder heller, wir können wieder ganz normal raussehen. Jetzt aber, pass auf, da ist noch der untere Bereich des Panels. Jetzt habe ich das angemacht, ne? Ah, jetzt ist es an. Und jetzt guck dich mal an. Man kann auch, wie soll ich das jetzt nennen, Simulation einblenden. Das ist zum Beispiel, als wäre es so, als würde man durchs Fenster gucken und nach draußen gucken, in einen Park jetzt zum Beispiel. Ja, da haben wir zum Beispiel noch die Möglichkeit, Moment, Entschuldigung, so, ich gehe wieder näher dran. Sollte was anderes auszuwählen. Zum Beispiel haben wir als nächstes dann hier Misty Forest. Ne, da sehen wir einen Wald, ne? Ist das nicht cool, Leute? Haha, wie geil. Ja, dann haben wir zum Beispiel noch. Was haben wir noch? So, Rocky Desert. Ja, da sieht man zum Beispiel sowas hier, ne? Ja, und man hat viele verschiedene Ausmaßen. Man kann sich zum Beispiel als Simulation einstellen. Wenn man halt nicht unbedingt immer das Weltall sehen muss und vielleicht, ne, wenn man dadurch mal traurig ist oder deprimiert ist, sondern dass man halt auch ne, sich schöne Ausblicke einstellen kann, ne? Also auch Ausblicks-Simulation fürs Fenster hat das Raumschiff eingebaut. Das ist cool. Ja, und wie gesagt, auch hier haben wir dann halt die Möglichkeit, uns zum Beispiel hinzusetzen, auf den Stuhl zum Beispiel, sitzt mir halt, ne, dann, ne? Ist aber nicht mein Platz ist der hier, denn ich bin ja der Captain, ne? Also zack. So, hier sitze ich auf meinem Schreibtisch. Ne, dann kann man hier verschiedene Sachen machen, zum Beispiel das Tablet habe ich hier. Kann man auch wieder aufnehmen.
Ja, ist aber noch ein bisschen so. Na. Ha, lol. Zack. Naja, aber interagieren kann man mit dem Tablet natürlich nicht. Dann ist noch mein Kaffee hier und was ist das? Ah, das wird wahrscheinlich wohl auch noch irgendwie eine Tastatur sein oder irgendein Steuerport oder irgendwas, ne? Na gut. Wieder aufstehen. Dann haben wir hier noch ein Wandregal, so ein bisschen so als Deko, ne? Ach, die Globe, die können. Ach, die Globus können wir auch nehmen. Das habe ich vorhin gar nicht ausprobiert. Cool, zack. Naja, ne? Und wie gesagt, hier hat auch nochmal, ne? Raum, Licht und Temperatur und Lichttemperatur und hier, ne, auch wieder ganz normal, dass man einstellen kann den Modus, ne, ob man per Code zu schließen möchte, ob das automatisch gehen soll, manuell und so weiter. Ja, dann haben wir hier noch den Raum. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Das ist der Armory-Raum. Also, ja, quasi sozusagen, ja, Ausrüstungsraum, ne? Gehen wir mal rein. Ja, hier ist, hat aber auch noch gar nichts. Hier klebt jetzt zum Beispiel ein Zettel an der Wand. VIP. Ja, aber kann man nicht dran interagieren oder so. Hier haben wir dann auch nochmal so ein Kontrollfeld. Aber irgendwie ist dieses Kontrollfeld hier hologrammäßig. Keine Ahnung warum. Ja, warte mal. Gucken wir mal kurz das an. Kann man doch hier das anklicken? Das hier? Okay, hier ist nichts. Das ist so nichts. Das wird einfach nur so, es leuchtet grün auf, als zeige ich, es ist offen oder wie auch immer. Und die Tore öffnen sich automatisch. Wahrscheinlich ist einfach nur so, die Anzeige dafür ist, das und das ist aktiviert. Oder so aktiviert. So, dann gehen wir wieder raus. Jetzt gucken wir jetzt mal noch einmal das hier, was hier eigentlich ist. Was steht hier eigentlich? XO Office. Aha, okay. Gehen wir mal kurz einmal rein. Ja. Okay, ist auch ein Büro. Ne? Ist aber natürlich jetzt nicht mein Büro, denn ich bin ja Captain Office, ne? Ne, also hier, ne? Ich bin ja der Captain des Raumschiffs, ne? Captain's Office, das ist meins, you. So, jetzt kommen wir zu einem sehr coolen Teil. Und zwar, bevor wir reingehen, Bridge, die Brücke. Ne, auch hier können wir klingeln, zack, wenn es geschlossen ist. Und jetzt gehen wir auf die Brücke. Und dann, Leute, komme ich auch langsam zu dem Teil, den ich euch zeigen möchte, ne? Hier haben wir auch nochmal so ein Kontrollfeld, ne? So, und jetzt komme ich zu dem Teil, den ich euch zeigen möchte. Einmal haben wir hier diese Display, ich gehe mal hier dran, ich setze mich hin. Und jetzt haben wir hier diesen Display, hier näher dran. Alert Condition, ne? Zum Beispiel haben wir hier Yellow Alert, aktiviere ich mal. So, und jetzt, ja, irgendwie, keine Ahnung, hat sich jetzt nicht so wirklich was erinnert. Dann haben wir den Red Alert. So, jetzt ist alles so rot, ne? Das heißt, Alarmstufe Rot ist aktiviert, dass man Bescheid weiß. Das ist dann, das ist auch die ganze Raumschiff eigentlich, so, das weiß ich nicht. Ja, und dann haben wir zum Beispiel Emergency Lightning. Dann passiert halt das hier, das ist so, ne? Notfalls. Quasi. Dann Test Disco Mode. Ja, dann passiert das hier, ne? Disco, yeah. Naja, ich stehe nicht so auf Disco. Dann haben wir noch den Test Alien Virus. Das ist dann das hier. Das heißt, wenn das Raumschiff dann von einem Alien Virus verfallen ist. Also sowas gibt es hier wohl auch, so wie es aussieht. So, wir gehen aber mal wieder auf den normalen Modus, ne? Ja. Dann haben wir hier eine Einbindung von unserer Galaxie. Man kann hier verschiedene Einbindungen einstellen. Dann gehen wir jetzt mal hier hin, wir setzen es mal hin und haben jetzt hier diesen Kontrollpunkt, wo wir auch Kontrollpol, wo wir auch alles mögliche anwählen können. Der Pult ist sehr wichtig für den Steuerungspult, Freunde. Dazu kommen wir gleich. So, wir machen also jetzt Folgendes. Wir klicken jetzt mal auf Galactic drauf, also Galactic ist halt nicht so, okay, dann Stellar Region. Jetzt haben wir hier verschiedene Stellare, also Sonnensysteme, würde ich mal sagen. Unser Sonnensystem ist natürlich Sol, ne? Klar. Und dann wählen wir hier zum Beispiel einen Planeten aus, sagen wir mal. Was haben wir denn gerade da? Jupiter, Alpha Centauri. Ja, ne, wir haben den Jupiter da gerade vor Augen, genau. Also sage ich mal, nehmen wir mal den. So, wir können hier in das Screen scrollen, ne? Zack. Warte mal, wir gehen mal ein bisschen näher dran, so. Zack. So, jetzt scrollen wir mal ein bisschen runter, so. Jetzt wählen wir den Jupiter aus, zack. Und dann kriegen wir auch Send to Helm. So. Jetzt gehen wir weg davon. Stehen auf. Wir stehen auf, habe ich gesagt. Gehen zu dem Steuerungspol, setzen uns hin. Wählen einmal Use aus. Use Target. Zack, der war jetzt eingestellt. Oh, komm, meine Güte, dann so. Zack, so. Also, Target ist jetzt Jupiter, ne? Seht ihr, jetzt auf Jupiter eingestellt. Dann gehen wir auf das Kontrollpol. Sagen wir einfach Autopilot, automatisch navigieren. Nächste. Jetzt wird das Raumschiff sich automatisch drauf einstellen. So. Ja, komm. Schließ mal ab jetzt. Jetzt gehen wir da unten hin und klicken einfach auf Engage FTL und los geht's. Und jetzt liegt das Raumschiff automatisch dahin. Und wir sehen, dass wir langsam auch so eine Art, wenn wir es mal ein bisschen beobachten. Okay, ich liege jetzt noch mit 49%, aber wir sehen jetzt hier und hier, also wir sehen jetzt, dass wir so eine Art Hyperraum aufgemacht haben. Also
richtige Schnellflug gegangen sind und, naja, diesen Schweif eben, ne, das meine ich jetzt. So, und jetzt fliegen wir halt direkt den Planeten an, wenn wir den Planeten sehen. So, wir machen erstmal das als Erstes und dann fliegen wir gleich mal zu Alpha Centauri, was wir nämlich natürlich hier sehen, ne, da. Ah, wir können den Planeten Jupiter immer näher, mega cool, wow, schön. So, noch ist der Flug nicht ganz abgeschlossen. Wir sehen wir ja hier, ihr seht jetzt hier gerade diese Anzeige, ne? Ja, diese Anzeige zeigt halt einfach nur Missionszeit an. Das heißt, ich zeige an, dass wir das Spiel bereits schon 14 Minuten spielen. So, wir sind beim Jupiter angekommen. So, gucken wir es hier doch mal genauer an. Wow, ist das nicht fantastisch, Leute? Der Jupiter. Ne, ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich sehe, dass er sich dreht, aber tut er nicht. Nein, nein. Ja, wir sind jetzt zum Jupiter geflogen. Können, glaube ich, warte mal, gucken wir mal eben nach. Ne, hier nicht, aber aufstehen. Jetzt gehen wir zu dem Pol zurück. Hinsetzen. Und jetzt sind wir ja beim Jupiter, ne? Ist auch hier angewählt. Jetzt können wir sagen, Scan Target. So, zack. Ja, aber jetzt, warum kriegen wir denn jetzt keine Informationen dafür? Achso, wir müssen jetzt auf Dings gehen. Einmal auf. Okay, in den Planetari-Modus können wir noch gar nicht auswählen. Scheiße, Star-System. Ah, jetzt hier. So, jetzt bin ich auf Star-System gegangen, Sonnensystem-Modus gegangen. Jetzt wählen wir mal den Jupiter aus. Zack. Und jetzt haben wir ein bisschen Informationen über den Jupiter. Leider auf Englisch. Ja, was steht denn da zum Beispiel? Target Information. A class, a gas guy and famous. Also, das ist halt ein großer Gasplanet ist quasi. Ja, und dann stehen hier zum Beispiel noch Orbital-Characteristics. Also, ne? Stehen hier verschiedene Informationen über den Planeten. Die hätten wir aber vorher natürlich aufrufen können. So, jetzt bin ich natürlich in den Sternsystem-Modus gegangen. Und jetzt sehen wir natürlich hier in der Mitte auch ein Sternsystem. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, ne? Jetzt sehen wir halt unsere, und die Umlaufbahn hat eben unser Sonnensystem. So. Ich meine das Sonnensystem, die Sternsystem. Ja, und jetzt sehen wir hier, wo wir gerade sind. Sensor Target, Navigationstarget. Und wir sehen halt, dass wir hier sind. USS Prex SL. So. Wir sind jetzt hier halt beim, ne, Jupiter. Ja, und ansonsten sehen wir halt auch die anderen Planeten, ne. Wir befinden uns halt in unserem Sonnensystem, ne, wo die Erde ist und alles. Ja, wir können die Planeten hier anfliegen. Ne, jeden einzelnen Planeten angucken. So. Jetzt aber machen wir mal was ganz anderes. Jetzt fliegen wir mal weiter weg, wie versprochen. Fliegen wir jetzt mal nach Alpha Centauri. Das heißt, jetzt gehen wir wieder auf Stellarregion. Zack. Und wählen Alpha Centauri an. Klicken auf Scan Target und sehen jetzt die Planeten von Alpha Centauri. Wir könnten nämlich direkt noch einfach nur Alpha Centauri anfliegen, aber wenn wir einfach mal direkt einen Planeten anwählen, nehmen wir mal den ersten. Genau. Genau. Und jetzt sagen wir es Scan Target. Achso, ne. Okay, Planet anwählen. Send to Helm. Zack. Jetzt stehen wir wieder auf. Gehen jetzt rüber zum Steuerpult. Raumschiff-Steuerpult. So, zack. Jetzt sagen wir hier wieder Use the Target. Dann sagen wir hier wieder Autopilot aktivieren. So, jetzt stellt sich das Raumschiff direkt auf den Punkt ein. Zack. So. Und jetzt sagen wir natürlich, oder zum Kontrollbildschirm, Engaged. So. Und los geht's. Jetzt sage ich euch noch was eben. Wir haben noch hier unten, wie ihr gerade gesehen habt, nämlich noch RCS Rotation. Das heißt, hier mit diesen Knöpfen können wir das Raumschiff selbst manuell steuern, ne? So. Jetzt fliegen wir in diese Richtung und wir fliegen mit 100%iger Geschwindigkeit. Geht aber sogar noch einen Tick mehr, wie ich mal gesehen habe. Ja, und jetzt fliegen wir nach Alpha Centauri. Wie gesagt, ne, halt Sonnensysteme etc., die es wirklich in unserem Universum gibt. Wie herrlich. Und wir fliegen zu einem terrestrischen Planet. Das ist ein Planet, wo wahrscheinlich wohl von ausgegangen wird, dass es da wohl Leben gibt, ne? Und außerirdisches Leben nennen wir ja auch unter anderem terrestrisches Leben, ne? So. Also terrestrische Lebensform eines anderen Planeten, wie auch immer, ne? Ne, ihr wisst ja, ne? Terrestrial. Ne, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ich habe das jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ja, jetzt liegen wir dahin. Bis wir da sind, es wird ein bisschen dauern. Wenn wir uns dann jetzt noch weiter im Raumschiff umschauen, ne, sehen wir halt, dass wir das Sonnensystem verlassen haben, und sehen wir halt so andere Sonnensysteme in der Umgebung, ne, die können wir jetzt hier sehen, auf diesem Hologramm, und wir sehen halt, dahin fliegen wir jetzt hin. Und dann geht es zum Beispiel halt noch dieses Sonnensystem, dann Bernard Star, ist wohl einer der Entwickler, auch Wolf, ist auch einer der Entwickler, hat auch sein eigenes Sonnensystem wohl eingefügt, ha, ich lache mich kaputt. Ja, und hier sieht ihr das auch noch, ob ihr gefragt, ist denn da was? Nein. Oh, Moment mal. Doch, da ist doch was, habe ich jetzt. Sehe ich jetzt.
Ich kann aber da schon was kontrollieren, und zwar das hier. Bridge Shield, wie gehen wir hier dran? Brückenschild, Race Shield, jetzt haben wir ein Schild aktiviert. Oh, okay, da habe ich die Fenster zugemacht. Ach so, cool. Jetzt, wenn ich das wieder drauf drücke, dann geht es nicht mehr an, wieder auf. Nein, okay. Dann müssen wir sagen: Schilde runterfallen, ne? Lauerschild. Ah, und Schilde runterfallen, alles klar, cool. Okay, wie hier sind wir gerade angekommen. Was sind wir jetzt wirklich angekommen? Ja, wir sind angekommen, aber wie ich sehe, ist der Planet gerade von der Sonne gar nicht beschienen. Deswegen können wir den Planeten jetzt gerade gar nicht angucken. Schade. Na gut. Bis es dann soweit ist, würde ich sagen, laufen wir mal ein bisschen durch das Raumschiff. Und gucken uns mal die weiteren Bereiche an. Achso, genau. Da ist auch noch ein Kontrollpult. Soll ich mal ran. Window Control, das heißt, wenn ich den anmache und mal runterdrehe. Wenn ich hier runterdrehe, dann sieht man ja alles, ne? Genau, man sieht dann alles. Nein, doch, man sieht dann richtig alles, genau. Steht jetzt auf 100%. Moment, zack. Zack, 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 zack. Dann ist es ein bisschen alles, sieht ihr, dann sieht man das nicht mehr alles so wirklich, was da draußen ist. Machen wir aber wieder aus, ne? Zack. Und zwar aus. So, jetzt ist wieder alles ganz normal. Bingo. So, jetzt schauen wir uns aber wirklich mal langsam das Raumschiff an, was es noch so gibt. Ne? Control Pool, kennen wir denn die Brücke, ne? Von innen. So, jetzt gehen wir nämlich durch diese Tür. Und ihr bestimmt euch schon gefragt, was ist denn da? So, da haben wir einmal hier noch so einen Bereich. Ja, hier können wir mal nicht so wirklich was machen. Vielleicht diese Sachen hochnehmen, ne? Ist aber ja nicht ganz so wichtig. Man kann sich dann natürlich wahrscheinlich auch immer mal hier gemütlich hinsetzen zusammen, ein bisschen quatschen. Dann gehen wir jetzt mal irgendwo die Treppe runter, ne? Wir brauchen ja nicht rennen oder so. Und haben dann hier halt so eine Art Lobby, so einen Aufmalsbereich, wo man einfach so sich gemütlich hinsetzen kann. Vielleicht ein bisschen was zusammen trinken kann, sich unterhalten kann. Auch natürlich vielleicht sogar was essen kann gemeinsam, ne? Also eine Lobby oder eine Kantine, wie man sehen möchte. Hier haben wir natürlich dann eine Art Theke, ne, wo man halt die Getränke bekommen kann und so weiter und so fort. Ist auch noch nicht fertig, wie man so ganz sieht. Da haben wir hier zum Beispiel einen Bereich, der noch nicht fertig ist. Hier sehen wir dann so eine Art Lager oder sowas, wo halt Essen liegt, ne, also Früchte, ein bisschen was Süßes, Brot, ja, Gemüse, also ach doch, das ist Gemüse, genau. Früchte, Kekse sehe ich gerade, Cookies, ein bisschen süßes Brot und ne, eben halt Gemüse, ne? So, dann geht's noch weiter da hinten. Noch ebenfalls so ein Bereich. Ne, auch Lagerung. Das soll wohl irgendwie ein Tannenbaum sein, der wohl zu Weihnachten aufgestellt wird. Okay. Ja, ist ja jetzt auch kurz vor Weihnachten. Wir sind jetzt auch gerade kurz vor Weihnachten, ne? Ist jetzt heute der 15. November 2022, wo ich das jetzt gerade spiele, ne? Ja, hier haben wir halt den Moment, kann man sogar auch nachgucken. Ne, kann man nicht nachgucken, aber da steht hier Caution Weffler. Also Achtung, Flur ist gewischt. Genau, aber hier haben wir wohl irgendwie die Sanitärbereich oder sowas, weil wir sehen ja hier, ne, Klopapierrollen, die können wir auch nehmen, zack, bla bla bla. Und hier, was ist das? Handseife, genau. Ja, das. Okay, da können wir nichts dran machen, alles klar. Okay. Ja, dann geht's eigentlich weiter. Und zwar haben wir ja noch hier in der Mitte eine TV gesehen habt. Da gehen wir jetzt in die Korridore und zu den verschiedenen Decks. So, herzlich willkommen jetzt, ne, bei dem obersten Deck natürlich. Ja, dann haben wir hier einmal und hier eine Treppe. Hier ein Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist noch nicht eingebaut. Wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen lang, ne. Schauen wir uns dann natürlich erstmal den ersten Flur an. Obwohl es hier nichts Besonderes gibt. Und ja, hier, der Bildschirm ist hier noch nicht ein, wie ihr seht, ne. Crew-Information B. B-Deck, Ring 1, Starboard, alles klar, okay. Ja, alles auch wunderschön designt, ne? Muss man schon sagen, ne? Wunderschön. So, weiter geht's. So, das war's auch schon, da kommen wir schon wieder hier bei den Treppen an. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins nächste Deck, ein Deck runter. Dann haben wir hier das Deck C, ne? Deck C. Steht dazu, das sind die Science-Laboratoren, ne? Science Labs. Also hier sind halt die Labore, kann man auch sagen, genau. So, dann haben wir hier noch einen weiteren Deck, ein bisschen dahinter, aber wir gucken jetzt mal das Deck hier an, das Vorderdeck, oder wie ich das nennen soll. Ja, Moment, ist hier nicht immer ein Bildschirm, wo steht, was ist? Oh, leider nicht aktiv, schade. Aber ich meine, war mal aktiv, ja. Mit T kann ich Taschenlampe anmachen, ne, genau. So, jetzt kommen wir mal zu den Steuerungen. Wir machen mal F4. So. Also, das ganze Ding steht halt, wie wir das Schiff navigieren, wie wir halt alles machen können, was ich euch gerade gezeigt habe.
In der Mitte steht halt alles Nötige über das Electrical-System. Da steht zum Beispiel oben, the Magellan-Class Exploration Cruiser is powered by Single Fusion Reactor, which is accessible via FDEC. So, FDEC. Also, the reactor's output connects to the reactor main was located on G-Deck. Also, bei dem G-Deck finden wir den Reaktor, ja, ne? Dann 8 Cables from the Reactor, 8 Kabel vom Reaktor, Main Bus, each connected to battery, also die Batterien, die Batteriesachen, finden wir dann auf dem G-Deck. Und dann noch each battery disruptor has 6 Outputs, 6 Ausgänge von den Batterien. Unisend finden wir dann auf dem F-Deck. Und dann steht da irgendwie, ach wisst ihr was, was mache ich eigentlich von uns? Ich habe doch hier einen Übersetzer. Ich kann doch Google Map, den Google Translator nutzen. Und mit der Kamera dann einfach live das übersetzen, was da steht. Idiot, ey. Ich soll euch das besser vorlesen. Also, wollen wir mal. Moment. Heller machen. So. Hoch. Und jetzt kann ich euch vorlesen, was da wirklich steht. In Deutsch. Moment. Bisschen näher dran. Das obere wird jetzt irgendwie nicht übersetzt. Warum auch immer. So, jetzt ist alles übersetzt. Oh, nicht richtig. Mist. Warte. So, jetzt. Elektrisches System. Der Erkundungskreuzer der Magellan-Klasse, der von einem... Warte mal, ich fotografiere das mal besser. Und zack. So. So, also, der Erkundungskreuzer der Magellan-Klasse wird von einem einzigen Fusionsreaktor angetrieben, der über das F-Deck aus zugänglich ist. Der Zugang des Reaktors ist mit dem Reaktor-Hauptbus verbunden, der sich auf dem G-Deck befindet. Die 8 Kabel vom Reaktor-Mainbus sind jeweils mit einem Batterieverteiler verbunden, der sich in dem Wartungstunnel rund um das G-Deck befindet. Jeder Batterieverteiler hat 6 Ausgänge, von denen jeder mit einem der Batterie-Arrays verbunden ist, die das F-Deck umgeben. Die Batterieaggregatoren in den Wartungstunneln haben 6 Eingänge, von denen jeder von einem einzelnen Batterie-Array kommt. Jeder Quadrant des Schiffes hat seinen eigenen dedizierten Hauptverteiler auf dem G-Deck, wobei jeder von 2 Batterieaggregatoren gespeist wird. Jedes der 7 Ausgangskabel eines Hauptverteilers speist seine spezifischen Quadranten eines einzelnen Decks. Jedes Deck hat 4 einzelne Pro-Deck-Verteiler, einen für jeden Quadranten dieses Decks. Diese bringen die Schiffsenergie schließlich dorthin, wo sie gebraucht wird. So, das war der mittlere Bereich. Ja, dann machen wir mal noch den linken Bereich, ne? Wo das Schiff wie das Raumschiff so auch fotografieren soll. Dann lesen wir es mal jetzt in Ruhe gemeinsam durch, wie ein jetzt das Raumschiff zu steuern ist. Was genau? Also, ne? Navigation des Schiffs. Navigation des Schiffs. So, jetzt lese ich euch das mal alles vor. Schritt 1. Gehen Sie zur Sensorstation auf der Brücke und drücken Sie die Taste Stellarregion, um Sternsystem in Reichweite anzuzeigen. Das hatten wir gemacht. Schritt 2. Wählen Sie ein interessantes Sternsystem aus der Liste der verfügbaren Ziele aus. Haben wir gemacht. Okay, wir haben erstmal Jupiterbahn geflogen. Dann haben wir halt Centauri gewählt. Das nächste Sternsystem. Schritt 3. Drücken Sie die schaltfläche Ziel-Scan, um weitere Informationen über dieses bestimmte Sternsystem anzuzeigen. Haben wir gemacht. Da haben wir natürlich von Alpha Centauri natürlich Planeten bekommen. Genau. Schritt 4. Wählen Sie nun entweder den Zentralstern selbst oder einen seiner umlaufenden Körper aus, den Sie besuchen möchten. Genau. Das haben wir gemacht. Schritt 5. Drücken Sie die Schaltfläche an Helm Senden, um das aktuell ausgewählte Ziel zu erstellen. Der Helmstation zur Verfügung. So, Schritt 6. Gehen Sie zur Helmkonsole und drücken Sie dann die Schaltfläche USNSR Target. Habe ich gemacht. Ein Navigationsbereich, dadurch werden die Zieldaten für Sie ausgewählt. Habe ich gemacht. Schritt 7. Aktivieren Sie entweder den Autopiloten, um das Ziel auf das aktuelle Ziel auszurichten, oder drehen Sie das Schiff manuell mit, wenn Sie das bevorzugen. So, wir haben natürlich den Autopiloten aktiviert, genau. Schritt 8. Sie können jetzt die FTL-Motoren aktivieren, um auf Ihr Ziel zu beschleunigen. Wenn der Autopilot aktiviert ist, verwaltet er die Geschwindigkeit und Annäherung für Sie. Haben wir alles gemacht. Bingo! So. Und dann haben wir natürlich noch den ganz rechten Bereich der Anleitung. Ja, wo halt dann noch halt die Tasten stehen. Ja gut, gucken wir mal dann halt drauf, was halt noch uns über die Tasten gesagt wird. Allgemeine Tastenbelegung, Spielerbewegung, WASD oder Kursor, Raum springen, ja, mit Jumps springt man halt, ne? Wieso steht denn da jetzt nicht, welche Taste das ist, was soll denn das? Naja, Sprint, Linksverschiebung, das heißt Left Shift, ne, also ein schneller Rennen. So,
Hocke umschalten, links STRG. Ja, mit links STRG gibt man sich in die Hocke. Gehen umschalten. Und mit links Alt können wir dann gehen, nicht rennen. Rectal umschalten, was auch immer das ist. X. So, mit X. Aim, Zoom, also mit rechter. Ja, also Zoom, ne, mit rechter Maustaste gedrückt, dann zoomt man ja ran. Genau. Haben wir ja schon gemacht. Mit Objekt interagieren, linke Maustaste. Haben wir auch schon gemacht. Aktionstaste F. Ja, mit F kann man halt auch. Aktionstaste F, okay. Kameramodus wechseln, C. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Machen wir gleich mal. Das müssen wir auch mal ansehen. Dann haben wir Kameraabstand, Mausrad. Also mit Mausrad kann man, ne? Ja. Dann Taschenlampe T haben wir schon gemacht. Schifffahrtsposting F3 haben wir auch schon gemacht. Fehlerbericht F1 haben wir auch schon gemacht. Und Hut umschalten H haben wir auch schon gemacht. Also Hut außen an. So, Fehlerbericht F1, genau. Dann Helmschlüsselbindungen. Tonhöhe, Kurse oder Numpad 8.5. Achso, mit 8.5 kann man auch das Raumschiff quasi also steuern, ne, bewegen. Okay, Rollenkurse oder Numpad 7.9. Aha, okay. Gieren, Kurse oder Numpad. Ah, da steht, hat geschrieben, wie wir das Raumschiff mit der Tastatur steuern können. Okay, dann Gas. W oder S oder Numpad Plus oder S. Damit können wir das Raumschiff dann beschleunigen oder wohl verringern. Gas Plus Plus, SS. Shift plus WS, ja gut, das verstehe ich jetzt nicht. Autopilot umschalten, rechts alt. Okay, alles klar. Na gut, alles nicht mehr ganz so wichtig. Das ist schon, ne, wissen wir nicht alles. Okay, das ist halt das dazu alles. Weg. Dann gehen wir mal auf S1. Ah, mit F1 können wir dann also dem Spielerentwickler, also Bugs reportieren, ne? Okay, alles klar. Machen wir jetzt aber nicht. Jetzt sehen wir mal, wissen, ob etwas Singleplayer-Modus geht, was im Multiplayer gewinnt. Jetzt nämlich F. 5 und Y drücke. Oh, geht sogar, tatsächlich. Also F5, wenn ihr die Taste F5 und I drückt, ne, könnt ihr dann diesen Modus aufrufen, wo ihr dann für den Online-Modus euer Spiel, euer Name nämlich eingeben könnt und alles. Bei mir steht Prex, wieso steht jetzt nur noch Prex S? Also Prex SL ist natürlich mein Name, Company ist nämlich Germany natürlich. Nein, ich bin der Command. Ja, ich bin der Captain, genau. Rank Captain, genau. Head, None. Torso, also ich kann das. Ach so, cool. Jacket, nein, Jacket bleibt natürlich. Feet, ja, keine Feet, dann nicht barfuß, was soll das? So, und dann kann ich Haare einstellen, die Farbe, das bleibt aber so, weil. Wie kann ich denn die Farbe von den Sachen einstellen? Das will ich mal wissen, was soll das? Naja, na gut, Bartsteil, kein Bart, nein. Und Skinton bleibt auch so, okay, perfekt. Safe, okay, das wär's dann. Ja, jetzt habe ich euch noch die wichtigen Sachen alle gezeigt. Jetzt gehen wir mal weiter durch den Korridor, gucken uns weiter alles an. So. Ja, also hier sind, naja, gut, die Räume sind hier eigentlich natürlich alles dieselben, ne? Ja, ist auch alles dasselbe. Deswegen gehen wir mal in den nächsten Korridor, in den äußeren, und schauen wir mal, was haben wir denn hier eigentlich alles. Taschenlampe aus. Also, Forward, Linguistic TBC und Starboard, Quantum Mechanics, Astrophysics. Okay, gehen wir mal zu den Quantum-Mechaniken. Ist aber alles noch nicht aufgebaut. Kommt alles noch, ne? Wird alles noch sein. So, und wie gesagt, wenn man dann im Multiplayer spielt, wird halt jeder so richtig seine eigene Aufgabe haben, so weiter und so fort und, ne? So, und jetzt geht's jetzt weiter zu den AFT-Bereichen. AFT, TBC, TBC. Ne? Geht natürlich auf den Deck auch mehrere Bereiche. Wenn aber noch, wie gesagt, sind die Bereiche nicht gebaut, noch sind die ganzen Geräte nicht drin, gibt es noch nichts. Und dann geht's zum Port, Oceanographic TBC. Ja, hier würden dann diese Sachen kommen, ne? So. Weiter haben wir dann, was haben wir denn als nächstes? Port, nach Port kommt Forward Linguistics, genau. Jetzt kommt das Forward Linguistics, wo wir noch nicht zuerst lang gegangen sind. Das heißt, jetzt kommen wir wieder da, wo wir schon stehen geblieben waren. Wo es entweder da oder da hingeht, genau. Warte mal, habe ich gesehen, dass es noch weitere Gänge gibt? Nein, das war schon, genau. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ne? So, dann sind wir jetzt wieder hier. Hier auf der Seite gibt es natürlich keine Räume. Okay, wieder zurück in die Treppen. Und dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Deck. Jetzt sind wir auf Deck D. Habitation, Opa. So, ja. Kommen wir mal jetzt hier erstmal lang. Okay, die Monitore zeigen hier auch noch nicht an. Das heißt, hier sind jetzt die Crew-Kabinen. Also das heißt, hier sind jetzt die Kabinen, die Aufenthaltskabinen, ne? Die Wohnkabinen für die Crew, ne? Ja, ne? Die Kabinen, da ist aber auch noch nichts
eingerichtet, keine Wetten, gar nichts, ne? Konnte natürlich alles noch. Ah, wie gerade sehen wir hier auch. Moment. Warte mal. Achso, nur Open Close und ja gut. Licht an, ausmachen ist noch nichts. Aber ist ja logisch, dass die Lichter noch an sind, weil da ist ja nicht. So. Wenn wir jetzt. Weiter nach außen gehen, sind hier auch nur Crew-Kabinen. Also im Prinzip ist es ist halt immer nur der Crew-Bereich, ne? Direkt für die Crews. Ne? Für die Leute, die arbeiten auf dem Raumschiff, ne? Dass man halt, ne, dass sie halt sich auch Privatsphäre begeben können. So, wir gehen aber wieder zurück. Weiter zurück. Wieder zu den Treppen und gehen dann noch ein Deck tiefer. Das war jetzt Deck D. Jetzt geht's weiter. Noch ein Deck tiefer. So. Jetzt sind wir auf Deck E. Habitation Low, also noch tiefer. So, hier haben wir dann aber. Oder sind auch noch Crew-Bereiche? Okay, das sind auch noch Crew-Kabinen, also auch noch ein Crew-Bereich. Da brauchen wir uns eigentlich. Aber hier geht sogar noch ein. Und noch ein weiter zurück. Aber es sind alles noch Crew-Bereiche, ne, oder? Ja, genau, sind alles noch Crew-Bereiche, okay. Also alles noch. Also das Raumschiff hat also zwei Crew-Decks. Also zwei Decks mit Kabinen, wo halt Leute sich in die zurückziehen können. So, dann geht's noch weiter runter. Und zwar zu dem Deck F, Engineering. Jetzt sind wir im Bereich, wo der Motor ist. So, gehen wir mal vorwärts. So, ah, und hier läuft auch der Monitor, sehen wir jetzt auch. So, hier sehen wir den Reaktorraum. Hier sind wir und dann gibt's ja einmal Life Support, Fuel und Coolant Pump Support, also halt der Treibstoff, wie auch immer. Engineering Control, ne, also wenn man ja Engineering Control hat, ne? Motorkontrolle, dann haben wir noch Port Battery Room, also die ganzen Batterie-Kontrollräume, ne? AFT-Batterie, genau. Starboard Batterie, ne? Die Port Batterie-Kontrollräume, die Forward Batterie-Kontrollräume und die AFT-Batterie-Kontrollräume, ne? Wo halt bei den verschiedenen Decks so weiter und so fort die Stromzufuhr quasi kontrollieren kann, so weiter und so fort. So, dann gehen wir mal in den Motorraum rein. Ne? Room Name, okay, hier steht noch gar nicht der Raumname. Und gehen wir mal rein. So, oh Leute, wir sind jetzt im Raum des Motors. Gucken wir uns mal den Motor genau an. Wahnsinn, guck dich mal an, wie toll alles designt wurde. Ist das nicht der Hammer, Leute? So, jetzt gucken wir uns das mal hier an. Hier haben wir natürlich auch, wie wir es schon kennen, ein Steuerpult. Momentan können wir nur das hier machen, disconnecten, den Motor ausschalten. Mehr geht jetzt so an sich noch nicht. Wir haben auch gerade mal ja nur die Technik, ne? Aber gut, wir klicken mal wieder auf Connect, damit, ne, auf, na, bisschen näher, so, zack, auf Connect, damit das wieder connected ist, so, und das wieder läuft. So, mehr können wir hier so an sich auch nicht machen, ist das. Status online, die Gesundheit des Schiffs, also Health ist auf 100%, das heißt, das Schiff ist nicht beschädigt. Ja, verfügbar 1550 MW. Life Load 40 MW und dann Main Distribution und wie gesagt, ne, hier werden noch verschiedene Controller hinzukommen. Anders, Engineering Electric Reactor, ne, also mit dem Pult können wir den Reaktor kontrollieren, ne, also verwalten, einstellen und alles. Dann haben wir hier natürlich noch verschiedene Kontrollpunkte, gucken wir uns mal genauer an. So, wir sind zurück, genau. F-Deck Distribution Forward. So, damit können wir natürlich jetzt halt auch, ja, die Decks kontrollieren, aber was genau? Also Main Distribution Frame, also halt, um halt das ganze Wort zu aktivieren, dass wir dann halt das Licht kontrollieren können von dem Korridorlicht. Domestic Feed, Spare und Spare. Also wir können halt verschiedene Sachen des Decks kontrollieren, also Stromzufuhr und so weiter und so fort, ne? Das Licht und so weiter und so fort. So, gehen wir mal zum nächsten Teil. Dann haben wir hier noch was. Was haben wir denn da genau? Was können wir da machen? Also hier können wir auch nochmal, na halt auch wohl nochmal das F-Deck kontrollieren. Ja, halt wohl einfach nur das andere Kontrollpult dafür. Da gehen wir gleich hoch, wir gehen jetzt mal zum nächsten Deck, wir haben nochmal noch mehr Kontrollen hier. Dann haben wir hier noch das hier. Warte mal, stopp mal, warte mal, Moment, jetzt fällt mir gerade was auf. Was war das nochmal hier genau? F-Deck Forward und das war hier auch F-Deck Forward einfach, ne? Ja, auch einfach F-Deck Forward. Hier haben wir nämlich was anderes schon. F-Deck AFT steht auch am Boden, genau. Und zwar
können wir den AFT-Bereich des AFTX kontrollieren. Ne? Also Licht und so weiter und so fort. Was natürlich auch zwischendurch immer gemacht werden muss, ne? Jeder wird, wie gesagt, hier richtig seine Aufgaben haben, etc. Im Multiplayer-Modus natürlich. Und im Singleplayer-Modus wird natürlich auch richtig was sein, dass man da eine Crew haben wird, ne? Und dann ne, halt, ne, jeder seine Aufgaben hat und so weiter und so fort. Oder man hat selbst ein Schiff kontrollieren muss in allem. So, AFTX Distribution Port ist dann hier schon. Hier kontrollieren wir dann also den Port-Bereich des AFTX, ne? Ne, halt auch wieder Licht, so weiter und so fort. Dann gehen wir mal. Also sind wir schon mit einmal rumgegangen, oder wie? Genau. So, nein, wir gehen natürlich noch nicht raus. Wir gehen ja dann jetzt hier einmal hoch. Wir können auch runter gehen, natürlich. Ne? Wir gehen mal nachher runter. Boah, guck dich mal, wie unglaublich super alles Design ist. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Jetzt haben wir hier auch wieder einen Kontroll. Was haben wir denn hier? Auch noch, ach, für E-Deck. Jetzt den Forward-Control für E-Deck. Für den Forward-Bereich auf den E-Deck. Können wir hier alles kontrollieren. Auch wieder Licht und so weiter und so fort, ne? So, dann gehen wir mal in. Ja, dies ist auch nochmal, ne? E-Deck Forward. So, jetzt gehen wir mal in die Richtung weiter. Hier haben wir auch nochmal so ein Control-Teil. Was haben wir denn hier alles? E-Deck Distribution, also hier können wir den Starboard-Bereich des E-Decks kontrollieren. Halt auch wieder Licht und so weiter und so fort, ne? Und das eben halt alles so gibt, was man Energie und so weiter und so fort kontrollieren kann. Wie ich gerade sehe, wird es hier wohl später noch weitere Anschlüsse geben oder die kann man wohl machen oder so. Keine Ahnung. Wir werden noch sehen. Noch Tech-Demo, noch nicht alles verfügbar. So, hier habe ich ja gerade geguckt, ne? Achso, und den AFT-Bereich des E-Decks, genau, können wir dann hier kontrollieren. Licht und so weiter und so fort. Und hier. Ja, was wir gerade hatten, den Portbereich, genau. So, und dann. Achso, und hier war ich auch. Achso, das ist der Portbereich gewesen. Hier haben wir den Forward-Bereich, genau. Das ist der Starboard-Bereich, genau. Hier können wir halt den Starboard-Bereich kontrollieren, genau, ne? So, dann gehen wir noch höher und gleich gehen wir ganz nach unten. Und auch hier geht es wirklich nicht. Jetzt sind wir ganz oben. Hier können wir dann, ja, D-Deck Distribution Starboard. Also für den D-Board. Für das D-Deck den Starboard-Bereich kontrollieren. Ne, das Licht und so weiter und so fort. Alles dann, ne? Gehen wir mal einen Schritt weiter. D-Deck AFT. Das heißt, hier können wir den AFT-Bereich des D-Decks, ne? Verwalten, kontrollieren, ne? Halt dort eben Licht und so weiter und so fort. Korridorlicht und so weiter und so fort, ne? Schritt weiter. Hier haben wir jetzt die Verwaltung des Portbereichs des D-Deckes. Oh, Entschuldigung. Das ist blöd. So, ne? Also hier können wir den Portbereich des D-Deckes kontrollieren. Also halt auch wieder Flurlicht und so weiter und so fort, ne? Ich werde jetzt zum Beispiel hier auf Disconnect drücken. So, und dann ist das Licht jetzt aus dort, ne? Das heißt, man hat jetzt keinen Strom mehr in dem Flurbereich, in dem Deck. Jetzt mache ich das wieder an. So, Switching. Und jetzt ist es wieder connected. Jetzt ist wieder Licht an in dem Flurbereich beim D-Deck, ne? Und so weiter und so fort. Ja. Ja, das haben wir schon so angeguckt, ne? Die beiden Sachen, ne? Wieder Forward und ja. So, und hier sehen wir den oberen Bereich des Motors. Jetzt können wir nochmal von oben auf den Motor drauf herabschauen. Ist doch Wahnsinn, ne? Aber unglaublich wunderschön alles Design. Wow. So, und jetzt, meine Freunde, gehen wir ganz nach unten. Ne, da waren wir noch nicht. Das wollt ihr sicherlich natürlich gerne auch sehen. Jetzt gehen wir ganz nach unten. So, jetzt ja, sind wir ganz unten, genau. Da haben wir natürlich auch wieder so Kontrollbereiche. Hier können wir einmal das G-Deck, den Starboard-Bereich des G-Decks kontrollieren. Auch ganz mal wieder Korridorlicht und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir in dieser Richtung einen Schritt weiter. Oh, hier haben wir auch mehrere Kontrollpunkte hintereinander. Hier können wir vom G-Deck den Forward-Bereich kontrollieren. Ne, auch eben, was ich schon alles erklärt habe. Hier. Okay, was haben wir denn hier? Main Distribution Frame Forward. Also hier können wir halt wohl den Main-Bereich, also ganz oben, wenn ich das richtig verstehe, alles kontrollieren, ne? B-Deck, A-Deck, B-Deck, C-Deck, D-Deck, E-Deck, F-Deck, G-Deck. Also hier können wir das Supply wohl, ja genau, die Energiezufuhr, wenn ich das richtig verstehe, für die ganzen Decks, also im Allgemeinen kontrollieren. Ja, ne? Wenn ich das richtig verstehe. So, dann haben wir hier noch ein ganz großes Kontrollding da. Wow, was können wir denn hier noch alles machen? Ja, da können wir halt auch noch mal einiges anbereiten. Kontrollieren wir den ganzen. Okay, das ist jetzt nur irgendwie Tester, irgendwie. Aber was das ist, ist wohl schon noch nicht fertig, ist gerade immer noch im Test. Hier. Ja, dann halt noch mal den Portbereich von den Decks. Können wir dann allgemein alle Portbereiche der ganzen Decks kontrollieren?
Die Energiezufuhr dafür etc. Batterie, aha, natürlich, genau. Auch die Batterien alles können wir dafür kontrollieren, genau. Hier haben wir dann nochmal G-Deck, so G-Deck Port. Hier können wir also den Portbereich des G-Decks kontrollieren, wo wir gerade sind, glaube ich. Ne? Also halt ganz normal wieder Korridorlicht, so weiter und so fort. Jetzt gehen wir mal zu dem nächsten Kontrollpult. Hier haben wir dann G-Deck Distribution AFT. Also hier können wir den AFT-Bereich des G-Decks kontrollieren, was wir eben schon so kennen, ne? Licht und so weiter und so fort, des Korridors etc. Hier haben wir wieder ein größeres, da können wir dann auch nochmal halt den AFT-Bereich des Main-Decks, wie auch immer. Also halt, ne, wir können hier auch wiederum den, also, ja, ne, die Main-Konfiguration für alle Decks, ne. Boah, ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich das noch nicht so ganz verstehe alles. Und hier haben wir die Main-Konfiguration, also, ach, die, sozusagen die hauptsächliche Konfiguration, also Verwaltung, ne, Kontrolle für den Starboard-Bereich der ganzen Decks. Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay. Das sind halt so dann Kontrollschirme, wo halt die halt so das hauptsächliche, ne, einstellt für die ganzen Decks da, für diese Bereiche. So. Dann würde ich sagen, verlassen wir den Raum hier und gucken wir uns mal jetzt die Batterieräume an, ne? Okay, hier ist es ja noch gar nicht. Wir sind da, warte mal, was ist das jetzt hier? Moment mal. Eben gucken, hier genau. Also hier einmal haben wir die Eier full, aber die Räume sind noch nicht fertiggestellt, ne? Wir sind jetzt hier, das heißt, wir haben uns jetzt gerade den Engineering, also den Motorkontrollraum angeguckt, irgendwie so, für die Engine. Dann hier ist der Sprit, also Treibstoff und Coolant und Pump Room und so weiter und so fort und Life Support und Storage. Aber die Räume sind, wie gesagt, noch alle nicht fertig. Die hier, ne, also in den Räumen ist halt noch nichts. Oh, hier gibt es eine Treppe. Ja, wir können gerne mal runtergehen. Das wollt ihr bestimmt haben. Ne, aber wie gesagt, hier ist halt einfach noch nichts. Dann gibt es hier noch einen tieferen Deck. Aber, ja. Da waren wir auch gerade, ne? Das ist hier der G-Deck, ne? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Gut, gehen wir mal da durch. Bin mal gespannt, wo wir hier hinkommen. Das habe ich hier noch nicht gesehen. Gut, Leute, jetzt gucken wir uns gemeinsam noch einen Bereich ein, den ich selber noch gar nicht gesehen habe, den ich noch gar nicht kenne. Ach, ist ja interessant, cool. Oh, diesen Flur kenne ich doch gar nicht, Leute. Oh, hier war ich doch gar nicht. Okay, Leute, wir sehen jetzt gemeinsam einen Bereich, den ich selber noch gar nicht kenne. Aber ich nehme an, das ist wahrscheinlich sozusagen der Kellerbereich, würde ich sagen. Ja, das dürfte der Kellerbereich sein. Den kenne ich überhaupt noch gar nicht. Den Bereich habe ich noch gar nicht gesehen, Leute. Okay, warte mal, warte. Was haben wir? Spam-Anruf, so, was haben wir hier noch? Ich mach's nicht. Aggregatorbereich ist das hier oder was? Okay, wir können auch noch hier irgendwie was kontrollieren für den Aggregator. Ah, die Batterie können wir hier auch noch mal kontrollieren oder was? Aha, die Batterieräume können wir hier kontrollieren, wie ich sehe. Genau, wir können hier quasi die Batterieräume steuern. Genau, so dass die allgemeine Zufuhr, Stromzufuhr und sowas für die Batterieräume, genau. Wenn ich das richtig verstehe. So, ey, zieht nicht rum. So, dann haben wir hier, ne? Ja. Hier haben wir einfach nur einen ganz langen Korridor. Aber das hier ist wahrscheinlich auch noch gar nicht fertig. Aber ich nehme an, das ist hier wohl irgendwie so eine Art Kellerbereich oder so, ne? Hier wird, glaube ich, wahrscheinlich noch... Oh, Mensch! Oh, komm, Entschuldigung, hier wird wahrscheinlich noch irgendwas... So, jetzt aber. Hier wird definitiv noch irgendwie was gemacht. Okay. Da können wir noch nicht weiter, aber wir gehen dann jetzt mal hier zurück. Cool. Aber das hier kannte ich noch gar nicht. So, wie gesagt, hier haben wir halt die ganzen Bereiche, ne? Die noch nicht fertig sind, halt full... Support, Live-Support-Raum und so weiter und so fort. So. Weiter zurück. Weiter. Was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Hä? Hilfe? Hier sind einfach nur noch diese Dinger hier jetzt. Moment mal. Achso, ja, wir müssen nach oben gehen, genau. Jetzt hier wieder nach oben gehen, weil dadurch sind wir in den Kellerbereich gekommen. Und so. Ach, hier sind wir wieder da, ne? Wo die ganzen Batterie. Ganzen Live-Support-Bereich und so weiter und so fort. So. Aber wir gehen jetzt weiter hier lang. Moment mal. Main-Batterie. Genau. Jetzt kommen wir zu den Batteriebereichen. AFT-Bereich der Batterien und Port-Bereich der Batterien. Ne, also, ne? Die Batteriebereiche, die halt die Bereiche der Decks kontrollieren, ne? Also, ne, wie Stromzufuhr der Bereiche der Decks, damit überhaupt, ne? Ne, also hier sind halt die Batteriebereiche alle, ne? Die kann man dann halt aus, wie ihr seht, ne? Später dann richtig. Na, so.
Ne, wie ihr seht, später dann halt richtig was kontrollieren. Ne, zum Beispiel kann man dann hier sagen, anmauen. Okay, habe ich jetzt sogar anmauen. Das heißt, Zelle 1 habe ich jetzt unmounted, das heißt, ist jetzt raus. Jetzt war es wieder rein, so ist Zelle 1 wieder aktiv. Ich kann dann sagen, alle deaktivieren. Zumindest dann halt, ne? Wenn jetzt alle Batteriezellen halt die Verbindung dazu deaktiviert. Das heißt, ja, das halt, ne? Ein Teil der Batterie ist nicht mehr aktiv ist für diesen Bereich. Sag so, wieder connecten. So. Und so können wir das dann später hier auch alles machen, wenn dann alles verwaltet und so. Ja, und wie gesagt, hier ist einfach nur der AFT-Bereich. Also sind die Main-Batterien für, also ne, die Batterien wieder in der AFT-Bereich. Ne? Hier für den, ja, ne, AFT-Bereich war das jetzt. Dann für den Starboard-Bereich, das ist jetzt hier, ne? Für den Starboard-Bereich, ne? Starboard-Bereich. Und jetzt nochmal den Forward-Bereich, ne? Da waren wir aber schon, ne? Haben wir eine der Batterienräume angeguckt. Und hier haben wir jetzt wieder, ne? Sind wir hier wieder. Ah, jetzt kommt noch der Port-Bereich, genau, hier sind wir wieder sind wir beim Port-Bereich, ne, der Batterien, ne, für die Port-Bereiche. Und ja, hier sind wir jetzt halt bei AFT, ne, AFT und Port, da waren wir gerade. Und hier hat eine AFT, ja, da waren wir schon, genau. Wieder zurück. So, jetzt sind wir hier wieder. Ja, und das war's eigentlich im Prinzip alles. Mehr geht's bei dem Raumschiff so eigentlich gar nicht zu entdecken. Also jetzt nicht so, was ich wüsste, weiter habe ich noch nichts gefunden. So, langsam, wir gehen jetzt wieder nach oben, ganz nach oben natürlich, ne? Wie gesagt, Fahrstuhl gibt es noch nicht. Ne? So, wir gehen jetzt wieder ganz nach oben, dann gibt es auch so nichts zu finden, glaube ich. Und wenn, dann wüsste ich das nicht. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Ne, wir gehen jetzt wieder ganz nach oben, wir gehen wieder in den Kontrollraum. Und dann versuchen wir mal, ja genau, hier hin, richtig. Und dann versuchen wir mal, eine nächste Galaxie anzufliegen. Sollte ja eigentlich gehen, soweit ich verstehe. Wenn es schon mit, wenn das schon eingebaut ist in dem Spiel, das werden wir dann einfach mal testen. So, zack, dahin. So, in den Stuhl setzen. Zack. So, so, zack. Galactic Position. Scan. Okay. Galaxiemäßig ist wohl nichts zu schauen, nichts möglich. Also wir sind ja jetzt bei Alpha Centauri. Sirius. Anklicken. Scan Target. Oh. Und bei Sirius gibt es tatsächlich Planeten auch. Fliegen wir mal die Sonne da einfach an. Und send to Helm. Achso, wir haben. Achso, wir können auch natürlich noch auf 50 klicken. Ja, und da tauchen noch viel mehr. Jetzt habe ich auf 50 gedrückt, 50 Lichtjahre. Also 50.000 Lichtjahre oder so, glaube ich. Und jetzt tauchen hier natürlich noch viel mehr Sonnensysteme auf, ne? Ja. So, wir fliegen jetzt aber erstmal nach. Wie war das noch? Na, nach Sirius, also Sirius und Vesta und Centaur Helm. Und ab geht's. Wir steuern das an. So, zack, hinsetzen. So. Licht aus. Licht aus, hab ich. Oh, scheiße. Oh Mann, Moment. So. So, jetzt nochmal hinsetzen, weil das jetzt, ne? So. So, einmal hier. Use Target. Dann na, machen wir eben so. Auto Engine Control und eben darauf einstellen lassen. Das Raumschiff. So. Sensor Target. AFB Cluster. Aber es ist natürlich, wie gesagt, das Sirius Sonnensystem. Und dann los geht's. Ja, mit viel 100%. Okay. Triebwerke auf 100% und ab geht's. Neu-Ohr. So weit entfernt. Das wird wohl ein bisschen dauern. Aber egal, wir fliegen da einmal hin. Und ja, ich würde sagen, wir enden somit dann den Part. Aber ich frage mich, man muss doch eigentlich doch auch Galaxien anfliegen können oder nicht? Ich würde das gerne mal wissen. Mal, bis wir da hinfliegen, gucke ich das nochmal genauer nach. Ich gehe nochmal irgendwie hin. So, ich klicke jetzt nochmal auf den Galaxiemodus. So, zack. Galactic Position. Ach ja, aber ich habe auch schon. Ja, aber da kommt ja nichts. Das verstehe ich nicht. Auch hier mir auch nichts auszu. Oh, oh, scheiße, ja, toll. Gut, dann geht noch. Aber ich schätze mal, dass schon das mit der Galaxie geht, dann müssen wir dann wahrscheinlich wirklich da richtig irgendwie diese Galaxie dann einfach erstmal verlassen. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich unser Sonnensystem wirklich verlassen.
Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, das machen wir dann. Dazu machen wir dann noch ein Part. Dazu machen wir dann noch ein Video. Ein Video, wo wir das dann machen werden. Wo dann einmal wirklich richtig rausfliegen. Weit rausfliegen. So, keine Ahnung, wie weit es geht. Und das Sonnensystem. Und unsere Galaxie verlassen. Wodurch wir dann natürlich alle andere Galaxien dann sehen können, dann auch endlich. Ach, Moment, schaut mal. Ich sehe gerade was. Hier. Galactic Target Course. Koordinaten. Ach doch, wir haben hier andere Galaxien zur Auswahl, die wir schon ansteuern können. Stimmt. Okay. Das machen wir dann gleich als nächstes schon. Ich klicke eben nach Sirius und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Also ich kann wahrscheinlich hier anklicken und dann sagen Use Target, ne? Und dann auch wieder Autopilot und dann auf geht's. Da werden wir gleich mal alles probieren. Na Leute, ich weiß, das Video wird so lang, aber ist ja egal, kann ruhig sehr lang werden, ne? Macht ja nichts. Ne, weil ich möchte euch natürlich richtig ausführlich, richtig alles zeigen hier in diesem Video. Und ja, ne? Weil das dauert noch ein bisschen. Okay, wir müssen. Boah. Wie lange dauert das denn? Noch 0,5. Okay, nur weil den Anschluss 5 Licht ja. Oh. Oder wir definitiv noch. Okay, nein, wir sind. Okay, wir fliegen auch noch an andere System, irgendwelche anderen Sachen dran vorbei. Oder kommen wir da gerade dran? Ah, ne, wir kommen, glaube ich, gerade. Ah, ne, wir kommen gerade an. Ich verstehe. Ah, ja, wir kommen gerade an. Wir sind da. Schön. Und wir sind jetzt bei der Sonne des Sonnensystems Sirius, meine Freunde. Ja, nicht so nah dran, das ertragen wir nicht. Oder vielleicht sogar doch, keine Ahnung. So, zack. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 und 0. Das war's. Wir sind da. So, Leute, wir sind im Sonnensystem Sirius angekommen. War warm. Cool. Ey, das ist unglaublich. So, und jetzt probieren wir mal eben noch zum Abschluss des Parts das aus. Dass ich sage. Und dann Use Target und. Zack. Hä? Ne, wir sind in dem Sonnensystem, richtig? Das anwählen. Use. Dann. Ja, Autopilot ist irgendwie. Hä? Oder verstehe ich. Nee. Wir sind da wohin, Mann, aber was. Da verstehe ich das nicht. Wozu ist denn das dann jetzt? Ja. Ach so, und jetzt. Engaged? Moment, so, zack. Hä? Und los geht's. Verstehe ich jetzt nicht, hä? Ich meine, ich habe doch jetzt einen. Hä? Ja, wie, wofür ist denn das dann hier? Da verstehe ich jetzt gar nichts mehr. Galactic Z. Dahin. Engage Autopilot und los geht's. Hä? Ne, verstehe ich nicht. Gut, dann verstehe ich jetzt nicht, was diese Anzeige bedeuten soll. Target-Koordinaten. Ach, Idiot, das sind die Koordinaten, wo wir gerade sind. Das die. Ah, oh, das habe ich falsch verstanden. Das zeigt uns nur die Koordinaten an, wo wir gerade sind. Ach so. Aber mal theoretisch könnte ich aber. Warte mal, das heißt, ich könnte jetzt hier draufklicken und sagen 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aha. Aber warte mal erstmal. Ne, erstmal. Ah, hier, delete, so. Komplett delete. Ah, jetzt steht der. Weiter deleten. Alles weg. Ah, ne. Clear. Ah, jetzt kann ich sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und mit dem zweiten müssen zwei Schritte hin. Das heißt jetzt hier. Das heißt, dann sage ich jetzt Claire und dann sage ich jetzt 1, 1. Und dann sage ich jetzt hier auch Claire und sage ich hier auch 1, 1. Und ja, Lokation X und dann sage ich Use this Target. Hä? Oh nein, scheiß Mist, ich Idiot. So, Leute, nochmal jetzt. Warte mal, wie viel haben wir jetzt eigentlich sein? 1, 2, 3. Ja, doch, genau, 5 Zahlen. Claire, also 1, 2, 3, 4, 5. Dann hier einmal Claire und 1, 2. Dann hier
Clear. 1, 2, so, okay. Dann wollen wahrscheinlich einmal einen Autopilot dahin richten. Zack, Moment. Na komm schon. Oh, so, zack. Okay, der richtet sich jetzt nicht darauf aus, irgendwie, warum auch immer. Und dann würde ich sagen, die Koordinaten anfliegen. Nee. Okay, scheint wohl irgendwie nicht zu finden. Und dann muss ich noch... Ach, Moment, ich muss doch sagen, Enter. Und Enter. So, jetzt habe ich das mal gemacht, ne? Jetzt habe ich das Entry. Ah, und jetzt dann... Zack. Jetzt richtet es sich darauf aus. Aha! Jetzt habe ich manuell ein Target eingegeben, wo ich hin will. Oh, ist das weit weg. Oha! Und dann sage ich... Los geht's. Egal, wir können also überall hinfliegen, wo wir wollen. Wir können einfach sogar in Koordinaten eingeben, was wir wollen. Und dann geht's los. Wie cool ist das denn? Wie geil! Aber wie schnell? Ja, es wird wahrscheinlich jetzt ewig dauern, bis wir da sind. Kann das sein? Aber egal, ich kann jetzt nicht einfach irgendeine Koordinate eingeben und die fliegen wir dann an. Ja, wie geil ist das denn? Aber ich glaube, dass wir müssen wahrscheinlich auch die... Gibt's noch irgendwie, dass wir Hyperraum aktivieren können oder irgendwas? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, das Tage? Okay, das geht aber doch schneller, oder? Nein, es wird 5 Tage dauern, bis wir da sind. Das heißt, Leute, wir müssen das Spiel jetzt tatsächlich 5 Tage laufen lassen. Also wenn ich verstehe, echte 5 Tage und 13 Stunden, wa? Also 5,13 Tage, ne? 5,13, oh, weia. Oh, das wird nicht so lange dauern, ne? Okay, dann müssen wir mal gucken, ob es hier nicht irgendwie... Jetzt nicht irgendwie... Dass wir irgendwie einen Hyperspeed anmachen können oder sowas. Maximal. Das sind jetzt 5 Tage dauern? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich gibt es doch keine Hyperraum-Möglichkeit, ne? Dass wir sagen können, Hyperraum aktivieren, dass wir in Hypergeschwindigkeit dahin fliegen. Gibt es das etwa noch gar nicht? Oh. Anscheinend wohl nicht. Oh. Aber es wird jetzt ewig dauern, bis wir da sind. Auf jeden Fall habe ich gesehen, Leute, auch sowas kann man sogar machen. Dass wir, ne, eine eigene Koordinate eingeben können und dann ab geht's dorthin. Und jetzt fliegen wir ewig durch den Weltraum. Und es wird 5 Tage dauern, bis wir da sind. Aber ich kann das Spiel jetzt hier nicht 5 Tage aufnehmen, ne? Die Frage ist jetzt, würde das Spiel denn so weiterlaufen, oder? Oder nicht? Wollen wir jetzt mal noch gucken, falls wir jetzt außer unserem Sonnensystem schon sind. Nein, nein, klar, definitiv nicht. Nein, nein. Das ist unser Raumschiff. Ey, das ist ja wirklich ein. Leute, das ist ein Raumschiff Enterprise Raumschiff. Ist ja geil. Sowas hat er hier also gebaut. Der Entwickler, cool. Na, ich will nicht mal was wissen. Zack, hinsetzen. Kann ich denn jetzt hier den Galaktikmodus ausrufen mit. Nein, noch nichts. Doch. Doch nicht. Nein, ist noch nichts da. Wir sind noch nicht außer unserer Sonnengalaxie. Aber das ist geil, jetzt fliegen wir dahin. Das wird jetzt aber, wie gesagt, wirklich ewig nicht dauern. Und deswegen frage ich mich gerade, gibt es denn nicht eine auf Hyperflug? Gibt es denn nicht irgendwie einen Hyper? Ja, stimmt. Hä? Das Target ist in unserer Galaxie, nicht außerhalb unserer Galaxie? Oh! Okay, aber das wird, wie gesagt, ewig lange dauern. Ja, aber es gibt schon mal wirklich keinen Hyperraummodus oder sowas, wa? Schade, schade. Aber na gut, Leute, ich habe euch wirklich gezeigt, was man hier sogar für eine mega Möglichkeit hat, dass man sogar irgendwelche Koordinaten angeben kann und, ne? Galaktik Y, Galaktik Y. Ja, das ist aber noch innerhalb unserer Galaxie, ja. Ich frage mich allerdings, wie kann man denn außerhalb der Galaxie kommen? Weil das wird viel zu lange dauern. 5 Tage, naja, Leute. So lange kann ich natürlich hier nicht, ne? Jetzt das Spiel aufnehmen. Schade, sehr schade. Ja. Jetzt ewig nicht dauern. Ja, aber vielleicht speichert sich das wieder automatisch und läuft vielleicht auch irgendwie dateimäßig weiter. Das heißt, dass ich vielleicht in 5 Tagen dann nochmal das Spiel anmachen könnte, nochmal gucken könnte, ne? Ja,
Dann würde ich sagen, Leute, an der Stelle, ihr habt gesehen, was wir hier für hammermäßige Möglichkeiten haben bei dem Spiel. Und ich muss sagen, das würde ich extrem gerne. Man fliegt durch unser Universum, nicht durch ein Fantasie-Universum. Und ja, ich würde dann an der Stelle sagen, schade, dass hier keinen Hyperraummodus gibt oder sowas, dann könnten wir das schneller machen. Aber wie gesagt, ich würde dann an der Stelle sagen, warte mal ganz kurz, Moment. Ne, hier ist auch nichts, hier ist wirklich nichts. Ja, und ich würde dann, wie gesagt, an der Stelle sagen, jetzt komme ich endlich mal zum Punkt. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, dann werde ich mal in 5 Tagen gucken, ob das Spiel wirklich weitergelaufen ist jetzt in der Zeit. Und ja, dass wir dann wahrscheinlich da auch schon 1 Stunde 3 Minuten spielen und dass wir dann da sein werden und dann lässt vielleicht weiter, um das euch dann kurz zu zeigen, ne? Dass wir dann in der Koordinate angekommen sind, ne? Also Leute, bis dann eventuell in 5 Tagen. Bis dann. Bye.